Hallo und grüß Gott aus Offenhausen. 7 Wochen ohne Blockaden, so lautet ja die Überschrift über diese Fastenzeit. Und das ist tatsächlich etwas, wozu wir gerne einladen. Blockaden erst gar nicht aufkommen zu lassen oder dort, wo wir sie in unserem Leben finden, dass wir sie auch zu überwinden versuchen. Jesus Christus kann da ein guter Begleiter sein. Oder was heißt, kann ein guter Begleiter sein? Er ist ein guter Begleiter, denn er hat vieles von dem vorgelebt, was dafür sehr wichtig ist. Nämlich, dass wir auch anderen Menschen vergeben können. Denn überall dort, wo wir nicht vergeben können, da entstehen große Blockaden in unserem Leben. Da, wo wir anderen Menschen nicht in die Augen schauen können. Da, wo wir Angst haben davor, anderen Menschen zu begegnen, da wo wir uns unwohl fühlen in der Gesellschaft von anderen Menschen. Da Blockaden überwinden, den einen Schritt aufeinander zuzugehen und zu vergeben. Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, dass allen denen wir auch gern vergeben, die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, die sich selbst verfehlten. Für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, dass wir mit allen Heiligen zu dir kommen, in deinen Frieden, einen Frieden ohne Blockaden. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, Sinne, seid gesegnet, bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, euer Pfarrer in Offenhausen.